Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. So, also wir werden heute, glaube ich, mal einen ganz kleinen, aber feinen, einfach nur einen Zoo-Rundgang machen. Hey, ich wollte hier gar nicht, ne? Also, ich habe genug Hasen, um hier einfach weiter züchten zu können. So, nee. Also Diamanten gebe ich nicht aus, um die schneller zur Zucht freizuschalten. Also das mache ich nun wirklich nicht. Ja, wir werden einfach nur mal so ein bisschen heute im Zoo rumdümpeln. Ich werde ja immer mal wieder gefragt, Isa, zeig doch noch mal deinen Zoo und so weiter und so fort. Wobei ich den eigentlich in jedem Video zeige. Aber gut, das ist, wie es ist. Ja, also, schauen wir mal. Ja, was kann ich euch berichten? Wir gucken mal in meine Freundesliste rein. Ihr seht, ich habe einen freien Platz zu vergeben, denn ich habe nach langem Hadern mit mir zwei Plätze geräumt. Das waren Leutchens, fand ich eigentlich sehr schade, die mich im Februar und im April das letzte Mal besucht haben. Demzufolge habe ich gesagt, komm, ihr hattet jetzt lange genug Zeit, wieder aktiv zu sein und, sage ich mal, mich auch mal zurück zu besuchen. Jetzt ist gut. Ja, also demzufolge habe ich sie entfernt und ein Platz ist schon wieder neu belegt. Ja, das ist dann, ja, ergab sich denn gleich so. Und das heißt, ich habe jetzt noch einen Platz frei, den ich gern vergeben möchte. Das möchte ich aber gern so machen, dass ihr hier in die Kommentare schreibt, oh Isa, ich möchte gern bei dir ein Freund sein oder ich möchte gern diesen Platz haben. Ich heiße im Spiel so und so. Ja, denn oftmals ist es so, dass ihr hier auf YouTube ganz anders heißt als im Spiel und dann kann ich euch echt nicht zuordnen. Ja, also seid da so lieb, wenn ihr diesen Platz haben möchtet, erst hier kommentieren, ansonsten lehne ich euch ab. Solange bis ich weiß, wer da wer ist und so weiter und so fort. Ja, denn das ist nicht so toll. Ne? Hier einfach mal einen Kommentar drunter ballern ist jetzt ja kein Hexenwerk. Das kann man durchaus machen. Und im Übrigen supportet das ja den Kanal. Ne? Jeder Kommentar, jeder Like und so weiter und so fort, jedes Teilen. Also wer da ein bisschen mithelfen möchte, ist aktiv. Na, ist auf YouTube aktiv und supportet das Ganze hier vielleicht so ein bisschen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr möchtet. Kostet auch keinen einzigen Cent. No? Gut, haben wir das auch mal geklärt. Ja, hier im Hauptzoo bin ich quasi schon so ein bisschen durch. Ich habe den jetzt eine ganze Weile laufen lassen, habe hier meine, Akademie durchlaufen lassen, ne? Also dass das alles soweit durch ist, habe nur so ein bisschen diese Reparaturquest gemacht, was heißt nicht Reparatur, sondern diese Tierbedürfnis-Geschichte denn mitgemacht und habe hier Lucy einfach mal laufen lassen, ne? Ist ja mal eine ganz nette Geschichte mit der guten Lucy, die mich tatsächlich super anstrengt. Also was heißt anstrengend? Das ist so wie hier, ne? Hier läuft die Lucy ja auch rum. Und das ist mal so ein bisschen, ein kleines bisschen Kritik meinerseits. Wir hatten ja letztens ein Ministertreffen von unserem Club. Eine Ministerkonferenz haben wir das Ganze getauft. Und haben da auch gemeinschaftlich festgestellt, meine Güte, ich meine, Lucy kostet wirklich viele Diamanten und sie schafft es nicht, auch nur kleine Zoos, sowas wie ein Terrarium, ja, was ja bei den meisten wirklich noch sehr, sehr klein ist, in Ordnung zu halten. Also es ist verblüffend, ja, wenn ich jetzt hier in Tannenhain, mache ich manchmal morgens, ja, dann mache ich hier Tannenhain auf
und lass Lucy laufen, dann ist die quasi in 10 Minuten hier durch. Sodass ich mich frage, warum, liebe Lucy, schaffst du es nicht? Ich muss mein Handy wieder auf hier lautlos machen. Entschuldigung. Wieso schaffst du es nicht, einen ganzen Tag diese Gehege zu pflegen? Ja, wenn es doch, wenn ich online bin, innerhalb von 10 Minuten schafft. Ich meine, das ist ja nicht der Grund, warum man sich Lucy zulegt, ne? Warum man Lucy einstellt. Man möchte doch eigentlich in den Zoo kommen und sagen, ey, cool, sie hat hier diesen kleinen Zoo, gerade Tannenhain und so. Ja, das ist ja nun wirklich nicht groß gepflegt. Ich sammle mir die Erfahrungspunkte ein. Ja, also es ist für mich so ein bisschen nicht verständlich. Ja, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und das stört mich auch tatsächlich. Ja, also im Hauptzoo lasse ich sie weiterlaufen. Hier in Tannenhain war es ein Versehen, dass ich sie aktiviert habe für ein Vierteljahr. Da war ich morgens noch irgendwie so im Drusen. Naja, passiert halt manchmal. Und ja, das ärgert mich. Ich habe jetzt für mich festgelegt, ich werde das Experiment mal starten. Ich bin ja in der Akademie so weit, dass ich die Lucy-Teile jeden Tag kriege, ne, für das Tierpflegerteam für 3 Tage. Und man kann ja sehen, jetzt müsste ich erst selber nochmal gucken, wie viele Tierpfleger ich bräuchte. Oh Gott, wo war denn das nur wieder zu sehen? Ich glaube, hier in diesem Tierpfleger-Gedingse, ne, da sieht man das, glaube ich. Mitarbeiterraum, Info. Und da sieht man, ich bräuchte für dieses kleine Terrarium 6 Müllmänner, einen Gärtner und 2 Lucys, um eine 24 Stunden versorgt zu halten. Wie gesagt, wenn ich hier 10 Minuten das laufen lasse, ist das versorgt. Deshalb frage ich mich, wozu brauche ich denn hier bitte schön 2 Lucys? Ja, klar, die sollen auch Pause machen. Völlig legitim, ne? Wenn man jetzt mal realistisch unterwegs ist und sagt, okay, die Mitarbeiter müssen ja auch mal eine Pause machen oder sie sind nachts nicht so aktiv oder keine Ahnung, kann ich ja durchaus alles nachvollziehen. Aber warum brauche ich denn bitte schön hier 2 Lucys? Also, Ich werde aber, wie gesagt, jetzt ein Experiment starten. Und zwar werde ich das für ein Hauptzoo so machen, dass ich meine Lucys sammle. Ja, über, also diese Akademie-Lucys. Da gibt es ja gleich immer 3, also ein Puzzleteil für 3 jeden Tag. Und wenn ich die so, also so viele Lucys auf Lager habe, dass da steht, 24 Stunden, was weiß ich, 20 Lucys, dann lasse ich die laufen. Und dann bin ich tatsächlich gespannt, ob mein Zoo clean ist. Mein Hauptzoo. Ja, also ich bin da wirklich, Ich finde das manchmal sehr kurios. Ich meine, dass die eine Lucy jetzt meinen großen Zoo nicht schafft, kann ich durchaus verstehen. Ne? Die Wege sind, oh Gott, die Wege sind weit und lang. Ja, gut. Ja, ich bin ja sonst sehr friedlich unterwegs. Ich kritisiere so gut wie nichts. Ja, also ich mag dieses Spiel auch super gern. Mache das auch nach wie vor nach so langer Zeit immer noch sehr, sehr gern. Aber das sind Sachen, die mich echt ärgern, gerade in so ganz kleinen Zoos. Ne? Also finde ich jetzt nicht so toll. Also in den kleinen Abteilen, sage ich jetzt mal. Ne? Wir können ja mal gucken. Hier ist die Mitarbeitervilla, gucken wir rein. Hier bräuchte ich eine Lucy und 6 Müllmänner. Also ich bitte dich. Nein. Okay, dann ist es so. Ja, gut. Also hier hatte ich ja auch schon mal eine Lucy laufen für ein paar Tage, ne? So für eine Woche. Das hat völlig gereicht. Dann wartet man eben mal mit 2 Minuten oder so, dann sind die Gehege durchrepariert und dann ist die Welt in Ordnung. Ne? Also hier ist das jetzt für mich nicht unbedingt ein Problem. Also hier würde ich keine Lucy reinsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist sie zu wertvoll vom Gegenwert Geld. Ja? So, dann würde ich sagen, gucken wir mal in den Mitarbeiterraum hier im Hauptzoo, wie viele Lucys ich tatsächlich bräuchte und wie viele ich schon habe. So, warte mal, oh Gott, wo sind noch Pflanzen? Was ist hier los? Noch gar nicht fertig gegossen, so eine Schweinerei hier. Okay, wir gucken in die Mitarbeitervilla. Ihr seht, ich habe hier wieder mal so diese Dreierteams unterwegs, ne? Finde ich immer ganz nett. Das funktioniert. 24 Lucys. Ja? Jetzt könnt ihr euch ja finanziell mal ausrechnen, wie viel Geld dahinter stecken würde. Und nee, damit bin ich eigentlich nicht so wirklich einverstanden. Vor allem im Verhältnis zu den Müllmännern und Gärtnern.
Ne? Da brauche ich noch nicht mal die Hälfte, um meinen Zoo sauber zu halten. Die laufen die gleichen Strecken. Das finde ich irgendwie mysteriös. Ne? Du hast nicht genug Tierpfleger. Okay. Du brauchst noch 23 weitere. Ja, gut. Ich meine, da könnten wir ja mal gucken in den Kartenteilen. So, hier, guck mal, hier kann ich noch gar nicht wieder vervollständigen. Hatte ich nämlich erst gemacht. Im Karten. Nee, warte, hier müssen wir reingehen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen hier reingehen. Leute, ich bin schon ganz verwirrt hier, ne? Also, ich habe jetzt 3 Lucys. Habe, glaube ich, noch eine Lucy oder was. Hier ist noch eine, genau, diese 7 Tage vom Kalender. Also ihr seht, da muss ich noch eine ganze Weile warten, ehe ich dieses Experiment starten kann. Vielleicht habt ihr ja Lust, da mitzumachen, ne? Weil ich fände das schon geil, ehrlich gesagt, mal morgens online zu kommen und der Zoo ist durch. Ja, also ich werde das auch wirklich so machen, dass ich nicht nur die Lucys hier reinsetze, sondern auch die Gärtner und Müllmänner, ja, dass das hier wirklich quasi ein sauberer Zoo ist. Ja, dann habe ich 3 Tage lang einen cleanen Zoo. Also zumindest laut Theorie. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, da werde ich kein Geld reinstecken, außer die eine Lucy, die ich immer am Laufen habe. Ne, die spart mir eine Menge Münzen. Hier zur Reparatur. Ne? Die habe ich ja mal für die ganzen Reparaturen. Ich meine, das Kleinkram hier ist nicht schlimm, aber naja, ihr wisst ja selber, manche Sachen sind halt schon ein bisschen kostenintensiver in der Reparatur. Ne? Also, Ja, und da wir züchten wie die Helden und Grundstücke und so weiter und so fort. Und das nächste Event steht, denke ich mal, auch demnächst an. Oh, meine Güte. Ich muss also noch ein bisschen sparen. Ja. Ein paar Taler muss ich noch. Ja, also ich bin gespannt. Wie gesagt, das wird jetzt noch eine ganze Weile dauern, ein paar Wochen, bis ich wirklich alle Lucys da dann auch voll gesammelt habe. Der Müllmänner, Gärtner, das geht ja dann relativ schnell. Da brauche ich ja deutlich weniger. Siehst du, da haben wir jetzt hier, warte, doch. Hatten wir ja geguckt, ne? Warte, ich gucke nochmal rein. Genau, das waren die 10. Ja, das geht schnell, die hätte ich, glaube ich, sogar voll. Aber wie gesagt, ich warte jetzt auf die Tierpfleger, dass wir das zusammen vielleicht auch mal machen. Ja, vielleicht habt ihr da ja auch Bock drauf, das mal mitzumachen. Wir werden es sehen, zumindest wer die Akademie hat. Ja, ich meine, das ist ja auch schon eine Menge Geld. Ja, die Akademie, da geht richtig Schotter auch bei drauf. Puh, ja, aber gut, das ist ja jedem seine freie Entscheidung, das zu machen oder nicht. Ne? Das steht ja immer auf der anderen Seite. Und ja, ich würde sagen, dann belassen wir das Ganze hier auch schon dabei. Wir sehen uns am Sonntag, im Sonntagsvideo wieder, zumindest hier im Zoo. Pläne zu habe ich schon aufgenommen, ist auch schon hochgeladen fürs Wochenende, für den Sonnabend. Star Stable komme ich aktuell tatsächlich nicht so dazu, weil es ist sehr viel los bei uns privat. Ja, ihr Lieben, es wird da aber auch da weitergehen, ja, keine Sorge. Wir gucken mal. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, ihr nehmt mir die Kritik des heutigen Videos nicht zu übel. Mache ich ja sonst ungern, aber das musste jetzt wirklich mal so ein bisschen raus, weil es wurmt mich. Und ja, da gucken wir mal, wie weit wir hier denn noch demnächst kommen in Sachen Zuchten, ja, und so weiter und so fort. Ja, einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen uns. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.